Ins Video. Was geht ab, meine Krypto-Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Du hast es vielleicht mitbekommen. Die Aktienmärkte sind gestern voll durch die Decke gegangen. Die Kryptomärkte, der Bitcoin, war zunächst geschockt und dann hat er sich so langsam wieder erholt. Ja? Was ist hier passiert? Die Arbeitsmarktdaten aus den USA waren brutal stark. Ja, unfassbar starke Daten, überraschend starke Daten. Die haben sogar die Erwartungen des Marktes bei weitem übertroffen. Und was das für Implikationen hat für den Bitcoin, für die Kryptos, für die nächsten Wochen und Monate, darauf gehen wir in diesem Video ein. Ich habe euch wieder, wie gewohnt, frische Charts mitgebracht hinsichtlich der US-Wirtschaft. Und vor allem habe ich euch auch ganz schöne Charts mitgebracht. Eine Art Übersicht für die Verläufe des Bitcoin-ETFs. Und da wird eigentlich das Bild relativ klar. Ich würde sagen, lasst uns keine Zeit verschwenden. Lasst uns direkt reinschauen. Okay, ich habe es hier auf Twitter geschrieben und zwar: Der US-Arbeitsmarkt bleibt hot. Ja, und zwar unfassbar heiß. Die Anzahl der neu geschaffenen Stellen lag bei 353.000. Der Markt hat gerade mal die Hälfte erwartet: 187.000. Unfassbar. Die Arbeitslosenrate liegt bei 3,7% in den USA von vorher 3,8%. Ist sogar noch zurückgegangen. Das muss man sich mal vorstellen. Die Arbeitslosenrate in Deutschland liegt bei 5,7%. Jetzt muss man sich mal vorstellen, die US-Bevölkerung ist deutlich größer mit 300 Millionen und hat eine deutlich geringere Arbeitslosigkeit. Das ist unfassbar, bärenstark. Ja? Und ich glaube, so langsam kippen die letzten Bären um, die ganze Zeit von der Rezession geplappert haben. Ja, du hast es bestimmt auf YouTube, Twitter und so weiter mitbekommen. Ja? Da gibt es Leute, die labern seit 2 Jahren, dass die Rezession kommen wird. Ja? Und ich habe euch ja schon vor Wochen gesagt, dass sie nicht kommen wird. Ja? Und ich habe euch auch die ganzen Charts gezeigt. Und deswegen sage ich auch immer, hört nicht so viel auf das Geplapper, sondern schaut die Daten an und dann wisst ihr Bescheid. Ja? Ansonsten, die Zinssenkungen wurden ausgepreist heute und deswegen wurde der Bitcoin abverkauft. Du hast es mitbekommen, gegen heute Nachmittag, so ab 14:30 ging das ja los, ist der Bitcoin etwas nach unten gegangen auf 42,6, glaube ich, um den Dreh dann. Und dann hat er sich wieder erholt auf 42,9, 43. Und diese Erholung wird sich weiter fortsetzen. Und dann habe ich noch ein Statement drunter geschrieben, mittelfristig trotzdem bullish, weil keine Rezession kommt. Ja? Es ist immer so lustig, ja, wie die Märkte unbedingt hier diese Zinssenkungen wollen, ja, schon fast manisch darauf aussehen, dass doch die US-Notenbank bitte jetzt kurzfristig schnell die Zinsen senkt. Ja, das muss man sich mal vorstellen. Da sage ich, ich habe lieber einen starken Arbeitsmarkt und eine gesunde oder halbwegs gesunde Wirtschaft in den USA, und als dass hier Zinssenkungen kommen, weil die US-Wirtschaft so langsam ins Stottern kommt und quasi eventuell in eine Rezession rutscht. Ja, dieses Szenario ist definitiv nicht gut für die Aktienmärkte und auch nicht gut in der Folge für die Kryptomärkte. Vielleicht kurzfristig, weil Zinssenkungen, die dann klarer werden würden, einen kurzen Anstieg der Aktienmärkte auslösen würden und auch des Bitcoins, aber dann relativ schnell wieder nach ein paar Tagen abverkauft würden. Warum? Weil dann eben diese Schwäche der US-Wirtschaft eingepreist werden würde. Und dementsprechend ist mir dieses Szenario mit einem starken US-Arbeitsmarkt, mit einer starken Wirtschaft deutlich lieber. Schauen wir es uns direkt an. Und wir sehen es hier.
353.000 neu geschaffene Stellen im Januar, 3,7% die Daten der Arbeitslosigkeit. Und wenn wir uns den Chart hier unten anschauen, dann sehen wir die Anzahl der neu geschaffenen Stellen, ja, im Prinzip auf einem 12-Monats-Hoch. Ja. Der Arbeitsmarkt, hier sieht man es ja, nimmt an Fahrt auf, ja, und vor allem in den letzten Monaten, hier in den letzten 3, 4, 5, 6 Monaten. Und das muss man einfach zur Kenntnis nehmen und nicht die ganze Zeit sagen, naja, das geht ja nur noch bergab und alles läuft schlecht und was auch immer, sondern nein, schau dir die Daten an und dann weißt du, in welche Richtung es hier geht. Ja? Und ich habe es ja die ganze Zeit schon gesagt, ja, und versucht, das Bild hier zu vermitteln, dass die US-Wirtschaft außergewöhnlich robust ist, Stand heute. Es gibt natürlich auch ein paar Faktoren, wo man sagen muss, ja, das muss man im Auge behalten. Nicht alle Daten sind positiv, das ist auch klar. Nicht alles ist rosig, aber im Großen und Ganzen läuft es doch hier überraschend stark, wenn man vor allem das Zinsniveau von über 5% berücksichtigt. Ja? Wenn wir hier reinschauen, dann gibt es nämlich zum Beispiel auch hier Charts, die zeigen, dass hier die Anzahl der Part-Time-Jobs zugenommen hat im Jahr 2023 und die Anzahl der Fulltime-Jobs abgenommen hat. Und das ist natürlich nicht so gut, wenn die Anzahl der Fulltime-Jobs abnimmt. Aber wenn wir sehen, wie stark die Anzahl der Part-Time-Jobs zugenommen hat, natürlich ist es nicht optimal, ja, wenn Menschen 2 oder 3 Jobs haben müssen, um über die Runden zu kommen. Es ist nicht perfekt, gar keine Frage. Aber es ist deutlich besser, als wenn sie gar keinen Job haben. Und das muss man einfach sehen. Ja? Viele kritisieren hier nur, naja, die Fulltime-Jobs sind ja zurückgegangen, das ist schlecht, der Arbeitsmarkt rutscht in die Rezession und so weiter und so fort. Und ja, die Menschen haben nur noch Part-Time-Jobs. Ja, das ist die Momentaufnahme. Aber es wird auch der Punkt kommen, wo hier wieder Part-Time-Jobs zurückgehen und die Fulltime-Jobs wieder nach oben gehen. Und das wird jetzt kommen, wenn vor allem auch aus China quasi die Wirtschaft wieder besser läuft, damit auch die USA weiter mit anschiebt. Europa wird auch früher oder später da unten rauskommen und dann wird sich hier auch dieses Verhältnis von Fulltime zu Parttime wieder ändern. Dass natürlich in so einer Situation wie jetzt die Anzahl der Fulltime-Jobs nicht stark ansteigen wird, das ist auch relativ klar. Ja, wir sind nicht in einem ökonomischen, perfekten Umfeld. Aber verhältnismäßig zu den 5% Zinsen läuft es hier doch sensationell gut. Und solche Sachen muss man dann hier zur Kenntnis nehmen, muss aber das größere Bild im Kopf haben. Ah ja, der Arbeitsmarkt, die Anzahl der neu geschaffenen Stellen ist unglaublich hoch. Die Arbeitslosenquote ist gering. Es läuft verhältnismäßig ziemlich gut. So. Dann gehen wir weiter und jetzt kommen wir wirklich zu einem weiteren spannenden Chart, den ich euch heute mitgebracht habe. Und hier seht ihr wieder die unfassbare Macht der Notenbanken. Wir haben hier in Schwarz die Geldpolitik, wenn man es so will. Und zwar Monetary Policy Conditions Index. Ja, also geht der Index nach oben, werden die Financial Conditions laxer. Dann geht auch der Aktienmarkt nach oben. Werden hier die Rahmenbedingungen straffer von der Geldpolitik, also von der US-Notenbank, dann geht auch hier gehen die Aktienmärkte nach unten. Hier sieht man es noch deutlicher. Ja? Vor allem, wenn hier quasi die Financial Conditions verengt werden, das heißt tight werden, also es zu einem Quantitative Tightening kommt, dann leidet der Aktienmarkt. Hingegen auf einer Expansionsphase der US-Notenbank werden die Financial Conditions laxer, wie es ja jetzt auch gerade wieder der Fall ist, geht der Aktienmarkt nach oben. Hier sehen wir es ja auf der rechten Seite. Und zwar der Financial Conditions Index geht nach oben. Warum? Weil die US-Notenbank den Bankensektor stützt, weil die US-Regierung entsprechende Programme fährt
Inflation Reduction Act etc., und quasi die Wirtschaft stimuliert, geht hier der Financial Conditions Index nach oben und oh Wunder, der S&P 500 geht auch nach oben. So ein Zufall. Ne? Ich habe es euch, glaube ich, jetzt schon in den letzten Videos rübergebracht. Ja? Die Macht der US-Notenbank, aber auch der anderen Notenbanken auf die Märkte ist hier nicht zu vernachlässigen. Und was man halt sehen muss, ist, trotz dass die Zinsen der US-Notenbank bei über 5% sind, ist hier der Financial Conditions Index immer laxer geworden. Warum? Weil die Geldmengensteuerung quasi die Zinssteuerung überkompensiert. Das heißt, eine laxe Geldmenge überkompensiert eine strikte Zinssteuerung, also eine Straffung der Zinsen auf 5%. Und das heißt, die Notenbanken, ich habe es ja immer wieder gesagt, haben zwei Instrumente zu steuern, über die Geldmenge und die Zinsen. Und meistens, wenn sie in einem Straffungszyklus waren, haben sie die Zinsen angehoben und die Geldmenge reduziert. Ja? Das hat auch die US-Notenbank am Anfang gemacht. Die hat hier beispielsweise Ende 2021, 2022 auch die Geldmenge zurückgefahren und dann angefangen, die Zinsen anzuheben. Nur hat sie ab 2022, nämlich im Oktober, angefangen, die Geldmenge wieder auszudehnen, ja, und gleichzeitig die Zinsen weiter erhöht. Das heißt, bezüglich Zinsen ist sie einen restriktiveren Kurs weitergefahren, aber bezüglich der Geldmenge hat sie das Ganze konterkariert mit einer expansiven Geldmengensteuerung, indem sie die Geldmenge erhöht hat und quasi den Bankensektor gestützt hat. Also, und das hat quasi die Zinssenkungen in ihrer Restriktivität untergraben. Und deswegen geht hier der Financial Conditions Index nach oben. Und deswegen ist ja dann logisch, weil wenn die Geldmenge sich ausdehnt, schießen die Aktienmärkte nach oben. Und ab dann hat auch, oh Wunder, der Bitcoin angefangen, wieder nach oben zu gehen. Ja? Nämlich einen Monat später, dann ab November 2022. Ja? Also von daher hier nochmal ganz klar, wie die Notenbanken die Märkte beeinflussen. Ich denke, eine sensationelle Übersicht. Sag mir gerne, was du davon hältst. Schreib mir es gerne mal in die Kommentare. Und ansonsten natürlich, wenn dir das Video soweit gefällt, abonniere gerne den Kanal. Okay, gehen wir weiter. Und was wir hier sehen, durch diese ganzen Gelddruckorgien der US-Notenbank, aber natürlich auch der ganzen anderen Notenbanken, aber vor allem der US-Notenbank, weil wir sprechen hier von den USA, über die letzten 20, 30 Jahre, was sehen wir hier? Die Top 1% der Verdiener, also die Top-Verdiener, wenn man so will, haben im Vermögen die komplette Mittelschicht überholt. Also das muss man sich mal vorstellen, die Top 1% haben mehr als die gesamte Mittelschicht in den USA. Total verrückt. Warum wohl? Naja, weil es den Money Printer gibt. Der Money Printer, die Geldmengensteuerung der Notenbank, ist nichts anderes als ein Umverteilungsmechanismus von unten nach oben. Ja? Diejenigen, die Vermögenswerte besitzen, merkst du ja auch an den Immobilienpreisen seit, ich sag mal, hier ist ein Zeitraum 20, 30 Jahre, im Prinzip 30 Jahre. Ja, diejenigen, die die Vermögenswerte, die Immobilien, die Aktien und so weiter besitzen, und das sind meistens die Top 1%, ja, also vor allem besitzen die viel größere Anteile davon und die performen mittlerweile die komplette Mittelschicht aus. Ja. Wie verrückt ist das denn? Und da muss man sich schon mal Fragen stellen, in welche Richtung steuert das Schiff? Aber ich denke, diejenigen, die meinen Kanal hier regelmäßig schauen, die wissen schon Bescheid, in welche Richtung das Schiff steuert. Schau mal hier eine weitere verrückte Grafik an. Ja. Es ist leider so die Realität, ja, total verrückt. Aber wenn man sich hier mal den globalen Schuldenstand anschaut, ja, dann spiegelt er hier seit den 50er Jahren lief der noch flach und oh Wunder, ab 1971 die Entkopplung vom Goldstandard
ja, quasi der Öffnung des unbegrenzten Gelddruckens, ja, haben dann die Notenbanken das Gelddrucken für sich entdeckt und quasi alles über Schulden zu finanzieren. Und du siehst hier, das gleicht einer Exponentialfunktion. Ja, die Schulden schießen exponentiell nach oben. Und jetzt musst du dich nur fragen, wie lange funktioniert das? Und ich kann dir sagen, das funktioniert genau so lange, wie die Menschen noch dran glauben. Ja? Aber ich denke, das Vertrauen erodiert mehr und mehr, weil immer mehr Menschen aufwachen und merken, was hier passiert. Ja? Dass die Notenbanken quasi diesen Umverteilungsmechanismus steuern und alles über die Druckerpresse finanziert. Und das macht natürlich die Armen immer ärmer und die Reichen immer reicher. Ja? Die ganzen Diskussionen über Lohnunterschiede zwischen Angestellten und so, das sind Scheindebatten. Das hier sind die Ursachen. Ja? Also von daher schon etwas bedenklich. Schau mal weiter und hier gibt es auch gute Neuigkeiten. Und zwar der Ölpreis, da scheint jetzt in Gaza ein Waffenstillstand sich abzuzeichnen. Und dementsprechend gibt hier direkt der Ölpreis nach. Und das ist natürlich weiterhin bullisch, Feuer für die Aktienmärkte, Feuer für die Kryptomärkte. Ja, also ein gutes Szenario, wenn der Ölpreis niedrig ist, ja, dann bedeutet das, die Wirtschaft wird Fahrt aufnehmen, also wenn günstige Energie da ist. Ja, sieht man ja als Gegenbeispiel Deutschland, teure Energie, die Wirtschaft geht nach unten, günstige Energie, die Wirtschaft geht nach oben. So einfach ist es. Ja, übrigens auch ein Grund, warum die USA gerade so outperformen, weil sie einfach Gas selber produzieren, ja, Öl selber produzieren. Und zwar, ich glaube, inzwischen sogar mit der größte Ölproduzent oder der größte Ölproduzent weltweit. Müsste ich jetzt nochmal nachschauen. Aber zumindest was die Wachstumsraten angeht, unfassbar stark ist. Ja? Also im Export von Öl und Gas. Ja? Und ja, von daher, die Rahmenbedingungen sind gut. Ja? Alle beschweren sich immer und sagen, na, ich will aber die Zinssenkungen sehen. Ja, die werden auch kommen. Ja? Aber vielleicht kommen die nicht so schnell, wie andere sich erhofft haben. Ich muss sagen, ich habe es lieber, wenn sie langsamer kommen, dafür aber die US-Wirtschaft sensationell läuft und quasi das Zugpferd für die globale Wirtschaft ist, China in Gang kommt, Europa in Gang kommt, keine Rezession kommt, sondern die Rezession in Europa hinter uns liegt und in den USA keine Rezession erst kommt. Das wäre das Goldilocks-Szenario, die Inflation geht zurück und zwar ist sie schon größtenteils zurückgelaufen und die Notenbanken können anfangen, in ihren Financial Conditions immer laxer zu werden, wieder Geld ins System zu schleusen. Also perfektes Szenario. Ich verstehe gar nicht, warum viele da Probleme mit haben, ja? Die immer nur auf die Zinsen schauen. Ja, die Zinsen müssen jetzt fallen, die Zinsen müssen jetzt fallen. Die Märkte pokern die ganze Zeit. Oh, bitte die Zinssenkung, bitte die Zinssenkung. Ja. Und wenn dann so Nachrichten wie heute kommen, die dafür sprechen, dass die Zinssenkungen noch ein bisschen länger dauern, dann verkaufen die Märkte gleich ab. Ja. So wie beim Bitcoin heute. Aber man sieht es, das sind kurzfristige Effekte. Der Bitcoin hat auch schon wieder zugelegt. Ja. Und die Aktienmärkte übrigens, der S&P, eine sensationelle Rallye hingelegt. Ja, warum? Weil so langsam wird dieses Goldilocks-Szenario immer klarer. Ja, dass die Inflation zurückkommt, die Wirtschaft gut läuft und die Notenbanken immer mehr zur expansiven Geldpolitik übergehen können und dass wir die Aktien und vor allem die Kryptomärkte noch viel stärker pushen in den nächsten Monaten. Ja, das kann ich euch sagen. Okay, hier habe ich eine ganz interessante Nachricht, Übersicht zum Bitcoin Spot ETF. Und da sehen wir mal, was quasi in den Handelstagen an Nettokäufen bzw. Verkäufen zustande gekommen ist. Und ich finde das eigentlich ganz schön. Da sieht man hier, der zweite Handelstag war vor allem krasser Nettozukauf. Dann hier ein kleiner Abfluss. Dann hier waren zwischenzeitlich die Grayscale-Abverkäufe einfach zu stark.
Die haben dann aber hier nachgelassen und dann dreht sich das um in weitere Zukäufe. Ja? Und der Trend hier zeigt in die richtige Richtung. Ja? Und auch Grayscale, da gibt es im Moment keine Anzeichen, dass die wieder anfangen, mehr zu verkaufen, sondern im Gegenteil, das scheint immer weniger zu werden, was definitiv bullisch ist. Und da habe ich gleich die nächste Übersicht für euch. Und da seht ihr hier mal Grayscale außen vor gelassen, alle anderen, ja, und zwar BlackRock, Fidelity, ARK und so weiter, ja, Bitwise. Und da seht ihr, die Zukäufe gehen ungebrochen weiter. Jeden Handelstag wird hier immer mehr zugekauft. Und das finde ich eine sensationelle Nachricht, ja. Und das musst du ja nur mal in die Zukunft extrapolieren, auf die beispielsweise nächsten Wochen und Monate. Und wenn dann irgendwann die Grayscale-Abverkäufe komplett zum Erliegen kommen und hier geht es immer so weiter, ja, dann weißt du schon, kannst dir ausmalen, was für einen Effekt das auf den Bitcoin-Kurs haben wird. Und das wird jetzt kommen in den nächsten Wochen und Monaten. Also von daher, ich bin ultra bullish. Der Bitcoin hier schon wieder über 43.000. Also von daher, aus meiner Sicht, sensationelle News. Es kann aktuell nicht besser laufen. Und deswegen sage ich auch, schau nicht so auf diese kurzfristigen Schwankungen, ob der Bitcoin oder die Kryptos gerade ein bisschen hoch oder ein bisschen runter ist, ist völlig egal. Hab das große ganze Bild im Blick. Und dann weißt du, was hier kommt in den nächsten Wochen und Monaten, in welche Richtung dieses Schiff fährt. Das Einzige, was das noch aufhalten kann, ist, ich habe schon gesagt, eine Eskalation des Krieges im Nahen Osten, eine heftige Bankenkrise. Ja, aber ich behaupte, selbst eine Bankenkrise werden die Notenbanken ziemlich schnell wieder in den Griff bekommen. Ja, so wie wir es letzten März gesehen haben. Und deswegen bleibt eigentlich nur noch die Eskalation von einem Krieg. Das glaube ich aber auch nicht, dass das passieren wird, weil Biden will ja wiedergewählt werden. Und von daher aus meiner Sicht sonst vielleicht noch irgendein anderes Black Swan Event, was man aktuell nicht auf dem Schirm hat. Aber wenn alles einigermaßen so weitergeht, dann kann ich nur sagen, machst du einen Fehler, wenn du nicht in den Kryptos drin bist. Ja, ist jetzt kein Investment Advice, ist meine persönliche Meinung. Sag mir gern, was du davon hältst. Wenn dir das Video gefallen hat, abonniere gern den Kanal. Schreib mir in die Kommentare, wie deine Meinung auf ein mögliches Goldilocks-Szenario ist. Und wenn du den Kanal unterstützen möchtest und möchtest, dass auch andere das Video gerne sehen, dann hinterlass gerne ein Like. Und dann würde ich sagen, ich bin raus. Bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.